da dampft gerade unsere Lok vor sich her. Nämlich eine ganz besondere Lok. Wir sind unterwegs im Hogwarts Express. Und zwar im Auftrag von Hogwarts Railways. Da sehen wir es. Draco Dormiens Nunquam Titillandus. Kitzle niemals schlafende Drachen. So oder so ähnlich. Und ja, wir sind heute im Hogwarts Express unterwegs. Hier in unserer wunderschönen Jubilee Class Lokomotive. Vom Spirit of Steam DLC. Das Repaint gibt es in der Videobeschreibung. Und das Szenario ist natürlich von Tom Fresco, von wem auch sonst. Und auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Also einfach mal hier unten unterhalb des Videos gucken, wer das Ganze nachspielen möchte. Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Und die Türen müssen wir nicht freigeben. Dann gehen wir mit dem Richtungswender auf 75 vorwärts. Der kleine Auspfeffer ist geschlossen, der große ist geöffnet, sehr gut. Wir lösen die Bremse und schauen mal, dass der Luftdruck der Vakuumbremse ansteigt auf 21 Bar oder Inches per Mercury. Kann schon mal hier das Fenster aufmachen. Ja, das dauert noch ein kleines bisschen. Zylinderhähne sind geöffnet, sehr schön. Okay, fast 21 Bar erreicht. Das ist nämlich jetzt der Fall. Wir schließen den großen Auswerfer. Wir öffnen den so. Und dann geht's los. Na, wir kommen nicht so ganz aus dem Gang. Daher mal mit dem Sander versuchen. Unsere scharlachrote Lok. Sehr schön. Zum Hogwarts Express erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Wir gucken uns aber erstmal noch ganz entspannt hier die Ausfahrt an. Ich nehme mal die Leistung wieder zurück. Hier hinten die Abteilwagen, da sitzen dann die VertrauensschülerInnen. Auch wenn die eigentlich vorne sitzen, aber ist ja auch egal. Also wir halten in Dewsbury in 7,8 Meilen. So, wir können die Zylinderhähne schließen. Und dürfen gleich dann 20 fahren. Oh, wir haben gar keine... Wir haben gar keine Spitzenbeleuchtung vorne, aber ich dachte mir, gucken wir uns das Ganze nochmal hier so an. Von außen finde ich ganz schön. So. Also einmal bitte. Na, zack. 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 Und wir dürfen immer noch nur 10 Meilen fahren. Signal ist grün.
wird auch schön nachgeheizt, auch wenn der Heizer nicht zu sehen ist. Da haben wir ein wenig Gegenverkehr, sehr schön. Hervorragend. Sander. Haben wir ein bisschen Radschlupf? Ich habe das Gefühl, so ganz leichter Radschlupf, oder? Ja, wobei es geht eigentlich. Nee, doch nicht. Oder? Ja, wir sind unterwegs für Hogwarts Railways, das heißt, wir fahren den Hogwarts Express. Ein Eisenbahnzug mit einer scharlachroten Lokomotive laut Harry Potter Fandom. Ich lese mal weiter vor. Auf der Hinfahrt fährt er am Gleis 9¾ des Londoner Bahnhofs King's Cross los. Auch diesen Bahnhof haben wir ja, glaube ich, im TSW. So, haben wir jetzt hier den Richtungswender zurück. Und volle Leistung, gern auch wieder den Sander. Genau, er fährt in King's Cross los und hält eigentlich ohne Zwischenhalt in Hogsmeade. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin bei der Aussage, ob er einen Zwischenhalt hat oder nicht. Denn in den Büchern und in den Filmen bekommen wir nur die Bahnhöfe King's Cross und Hogsmeade gezeigt und keinerlei Zwischenbahnhöfe. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem dieser Zug irgendwo zwischendurch noch anhalten könnte. Das ist ja jetzt erstmal per se nicht ausgeschlossen. Nur weil es nicht gezeigt oder erzählt wird, ist es ja noch nicht ausgeschlossen. Außerdem, man stelle sich mal vor, irgendeine Schülerin von Hogwarts wohnt in Manchester. Wie kommt sie nach Hogwarts? Entweder sie flieht halt in irgendeiner Form selbst hin, was sie als Schülerin vielleicht noch nicht darf. Ne, apparieren geht ja nicht. Mit dem Besen, boah, weiß ich nicht, wäre eine Möglichkeit. Aber auch eher unschön und ansonsten bleiben einem ja nicht besonders viele andere Möglichkeiten. Also stellt sich die Frage, wie kommt eine Schülerin aus Manchester nach Hogsmeade, beziehungsweise nach Hogwarts? Und was ich halt glaube, ist, dass einfach dieser Hogwarts Express an verschiedenen Bahnhöfen noch in der Zwischenzeit hält. Denn ansonsten müsste ja diese Schülerin, die in Manchester wohnt, irgendwie erstmal nach London fahren und dann praktisch von London aus wieder hochzufahren nach Hogwarts. Und das ergibt doch total absolut keinen Sinn, oder? Insofern bin ich mir sicher. Ups. Ja, das mit dem großen Auswerfer war jetzt nicht so schlau von mir, aber naja. Aber wie gesagt, insofern, ich bin mir sicher, dass der Hogwarts Express auch noch Zwischenhalte hat. Alles andere wäre ja in höchstem Maße unlogisch. Und in keinster Form auf die Bedürfnisse der SchülerInnen ausgelegt. Es sei denn, alle wohnen in Südengland, was ich halt auch nicht glaube. Wenn der Zug in Hogwarts ankommt, dann warten am Hauptbahnhof bzw. am Bahnhof von Hogsmeade bereits Kutschen, um die Fahrgäste zur Schule zu bringen. Für die Erstklässler gibt es nämlich dann den ganz besonderen Abholdienst,
Diese fahren in Begleitung von Hagrid mit selbstfahrenden Booten über den See zur Schule. Auf der Rückfahrt verläuft die Zugfahrt ebenso in umgekehrter Richtung. Auch da glaube ich, dass der Zug verschiedene Zwischenhalte einlegt. Alles andere würde halt keinen Sinn ergeben. Der Name Hogwarts Express lässt vermuten, dass dieser Zug speziell für den Transport der Schülerinnen und Schüler von Hogwarts da ist. Seine Fahrzeiten dürften sich also vermutlich auf Anfang und Ende des Schuljahres sowie auf Beginn der Weihnachts- und Beginn und Ende der Weihnachts- und Osterferien beschränken. Die exakte Abfahrtszeit am Schuljahresanfang ist 11 Uhr am 1. September. Die Fahrt dauert mindestens 9 Stunden, sodass es bei der Ankunft der SchülerInnen bereits dunkel ist. Als Fahrgäste sind normalerweise nur Schüler mit diesem Zug unterwegs, wobei es auch einige wenige Ausnahmen gegeben hat. Zum Beispiel gibt es die Szene im dritten Film beim Gefangenen von Azkaban, wo Professor Lupin mit im Zug ist, und zumindest ist es im Buch so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Film auch so ist. Da ist es nämlich auch so, dass in Teil 6 Professor Horace Slughorn ebenfalls schon mal einige SchülerInnen des Slug Clubs in seinen Abteil eingeladen hat. Ich glaube, in den Filmen wird es angedeutet, aber das weiß ich gerade nicht mehr ganz. So, Dewsbury sind immer noch 5 Meilen. Tatsächlich war es übrigens so, dass bis zur Vereinbarung des Internationalen Abkommens zur Geheimhaltung der Magie im Jahre 1692 die Schülerinnen und Schüler von Hogwarts nach Lust und Laune angereist sind. Also per Besen, Kutsche, mit irgendeiner Karre, wie auch immer, apparieren, reiten. Aber ab 1692 mit Inkrafttreten des Geheimhaltungsabkommens ist das dann tatsächlich nicht mehr möglich gewesen. Zunächst wurden dann Portschlüssel, glaube ich, installiert in ganz Großbritannien. Aber oft wurden diese Portschlüssel, die ja nur zu einer ganz bestimmten Zeit aktiv sind, die wurden dann verpasst. Oder die Schülerinnen und Schüler wurden portschlüsselkrank, was so ein bisschen sich vergleichen lässt wie mit seekrank werden. Hier einmal das Licht an. Im 19. Jahrhundert kam es dann dazu, dass vorgeschlagen wurde, dass die Schülerinnen und Schüler per Eisenbahn nach Hogwarts fahren sollten. So kam es dann zu unserem Hogwarts Express. Das ist die Geschichte des Hogwarts Express. Wobei man da auch sicherlich noch andere Sachen weitererzählen kann, aber
zur echten Nockt. In den Filmen wurde die eine Lok der Great Western Railways benutzt, nämlich die Lok 5972, die auf den Namen Oldham Hall hört. Die haben halt diese Lok nicht, allerdings haben wir halt eben die Jubilee Class, die Ähnlichkeiten hat. Oh, im Tunnel klingt das geil, oder? Seht ihr das hier? Wenn ich das Horn benutze, dann kommt hier tatsächlich Rauch raus. Sehr schön. Sieht so ein bisschen aus, als wenn das hier brennen würde, ne? Das sind einfach nur die Passagierwagen, die den Rauch so ein bisschen erleuchten. Also nicht wundern. Okay, aber genug zum Hogwarts Express erzählt. Konzentrieren wir uns jetzt auf die restliche Fahrt. So, noch 2 Kilometer. Beziehungsweise 2 Meilen. Wir sind übrigens auf der Strecke Northern Transpennine. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt. Das ist noch nicht unser Bahnsteig. Zu bremsen. So. Die Sicherungsventile sind schon angesprungen. Signal und Vorsignal. Nee, sind immer noch grün. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam anhalten. Das sieht mir verdächtig aus wie ein Bahnhof. Das ist auch einer. Ich weiß noch nicht, wie lang der ist. Ja. Okay, wir haben ein bisschen Weg. Und bremsen.
Jawohl, Türen auf. Das sind alles etwas ältere Schülerinnen und Schüler, ne? Die sind alle schon so ein bisschen. Schon aus den älteren Jahrgängen. Die sind auch ein paar Mal sitzen geblieben. Daher sind die alle schon so alt. Interessante Frisur. Interessanter Schnauzer. Eieiei. Okay, Türen zu. Herrlich, dass die einfach zu verschiedenen Zeitpunkten schließen. Und auf geht's. Bremse lösen. Gucken, dass sich die Vakuumbremse, dass da wieder der Druck sich langsam füllt. Zylinder hier geöffnet. Sehr gut. Großen Auswerfer schließen. Und auf geht's. Muss mal hier auf die Brücke. Okay, Richtungswende zurück. Zylinderhähne schließen. Und auf geht's. Huddersfield in 6,7 Meilen. Also mal wieder ein ganz großes Lob an den guten Tom Fresco. Wahnsinniges Szenario. Was der so alles drauf hat. Leute, es ist verrückt. Schön hier so mitten in der Landschaft. Schon herrlich. So, ab hier gilt 55, darf gefahren werden. So, bis Huddersfield sind es noch ungefähr 6 Meilen. Das passt also. Schnell. So, jetzt dürfen wir 80 fahren. Ich weiß mal noch nicht ganz, was V-Max von ihm ist. Eine Lok. Ich würde aber mal behaupten, so 60, 65 dürfte das Maximum sein.
hier die Kameras nochmal wechseln. Kann es auch hier oben draufsetzen. Schön, wie es hier so rumschlängelt. Hier irgendwo kommt auf, wenn man eine Pfeife betätigt. Gut zu wissen. Wir dürfen gleich nur 50 fahren. Und zwar ab hier. Ja gut, wir sind ganz leicht drüber, das ist okay. Oh, wie fahren wir die Weiche? Hallihallo. Und einmal durch die Unterführung. Wieder raus. Das hier sieht für mich ehrlicherweise aus, als sei hier früher auch mal ein Gleis gewesen. Aber vielleicht sind es auch tatsächlich nur für Autos. Signal ist grün. Hätten wir AWS hier verbaut, dann hätte es jetzt Bing gemacht. Und nochmal ein bisschen KI-Verkehr. Süß mit nur einem einzigen Wagen. Oh, was haben wir da? So ein Schrottplatz. Das ist noch nicht Huddersfield. Oder ich glaube, wenn man in Huddersfield sagt, die sprechen das, glaube ich, mehr so Huddersfield aus. Aber naja. Leistung raus. Eine Meile haben wir noch ungefähr vor uns.
so noch 900 Yards. Und da vorne ist der Bahnhof von Huddersfield. Ich hoffe, wir fahren jetzt hier rechts über die Weiche. Ja. Weil da ist ein rotes Signal. Einmal über die Weiche. Mhm. Und jetzt hier geradeaus. Und jetzt hier, glaube ich, nochmal geradeaus. Müsste ja. Oder? Ja. Achso. Ach, das ist unser Bahnsteig. Und jetzt hier nochmal links. Und wir versuchen vor dem Signal zu halten. Das haben wir auch geschafft. So. Sehr, sehr schön. Dann können wir auch direkt schon weiter. Turn zu. Sehr gut. Großen Auswerfer einmal öffnen. Bremse lösen. Gucken, dass der Druck ansteigt. Zylinder hinter sind geöffnet. Fahrtrichtung Zylinder auf 75% vorwärts. Sander vorne an. Regel noch geschlossen. Sehr gut, großen Auswerfer können wir jetzt wieder schließen. Und auf geht's. Hier ausfahren mit 15 Meilen pro Stunde. Das können wir noch öffnen und schließen und ganz wichtig hier die Dachluke. Nächster Halt ist dann Stellenbridge.
So, Licht wieder aus. Ne? So. Oh, doch nicht. So, wenn wir ungefähr noch 13 Meilen übrig haben, muss ich mich leider aus zeitlichen Gründen von dem Video heute etwas frühzeitig aus der Fahrt heraus verabschieden. Das ist ein wenig unüblich. Das wird auch definitiv nicht zur Regel, dass ich mich während der Fahrt verabschiede. Aber leider muss ich tatsächlich aus zeitlichen Gründen heute die Aufnahme etwas früher beenden. Und der Weg jetzt noch von Huddersfield nach Manchester ist noch recht lang. Und das kriege ich leider nicht mehr alles komplett untergebracht. Insofern, ja, noch 2 Meilen in etwa fahren wir. Versuchen hier noch Steigung uns hinauf zu kämpfen. Herrlich, wie das hier aussieht. Super schön. Schöne Formation. Schöne Brücke. Einfach schön. Einfach schön mit einer Dampflok durch die Gegend zu brausen. Auch wenn wir uns gerade ganz, ganz schwer tun, vorwärts zu kommen.
kann auch übrigens das Fenster hier öffnen, ne? Okay, dann wie angekündigt würde ich mich tatsächlich jetzt an dieser Stelle leider schon verabschieden. Ich bedanke mich für 42 Minuten lang zugucken und zuhören. Falls euch das Szenario gefallen hat, lasst dem Szenario-Bauer, dem lieben Tom Fresco, einfach mal einen Daumen hoch da. Wobei, das geht gar nicht im Creators Club, ne? Naja, es reicht, wenn ihr euch das Szenario downloadet. Das ist auch schon, glaube ich, in diesem Sinne Verdienst genug. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wünsche euch alles Gute, alles Liebe.